Frau Radfuchs, zweiter Teil. Wir sind immer noch bei Stromnetz Berlin. Herzlich willkommen nochmal. Im zweiten Teil wollen wir jetzt ein bisschen über das Thema Elektromobilität in Berlin sprechen. Ich habe mir auch dazu mal heute früh zwei Zahlen rausgesucht. 2019, wahrscheinlich Ende 2019, waren in Berlin 7.500 Elektrofahrzeuge zugelassen und wir hatten 994 Ladepunkte in Berlin. Wissen Sie aus dem Schuss, ist das mehr geworden in den letzten 10 Monaten? Ja, das ist sicherlich mehr geworden. Das sind ja nur die öffentlich zugänglichen Ladepunkte, was für unser Netz natürlich auch eine Rolle spielt. Was sind die privaten Ladepunkte und die halböffentlichen Ladepunkte? Aber das ist sicherlich mehr geworden. Das kann ich schon mal zusagen. Wobei wir hinsichtlich der zugelassenen Fahrzeuge natürlich auch auf öffentliche Statistiken und Quellen zurückgreifen. Für uns ist dann tatsächlich der Anschluss von Ladeinfrastruktur das Entscheidende. Und schlussendlich ist das erstmal eben auch nur ein regulärer Anschluss, wie jeder andere Verbraucher auch. Wir bekommen als Kommentare zu Videos und Sendungen, die wir machen, immer wieder ganz schnell, ist immer mindestens ein Kommentar dabei, der sagt, na wartet mal ab, bis dann das Licht ausgeht, bis der große Blackout kommt, wenn Hänschen Müller und Lieselotte auch noch ihr Elektroauto abends zum Laden anschließen. Im Ernst, Frau Radfuchs, ist es wirklich so, müssen wir Sorge davor haben, dass das Licht ausgeht, wenn ich mein Auto anstecke? Müssen wir nicht, weil letztendlich sind wir ja dafür verantwortlich, das Netz zu planen und anschlussbereit. Jetzt haben wir jemanden, den wir festnageln können. Genau, die das Netz planen und die den Anschluss bereitstellen. Und ich habe ja schon gesagt, eine Ladeinfrastruktur ist ein regulärer Anschluss auch, ist ein Verbraucher. Und damit kalkulieren wir natürlich und wissen ungefähr, wie wird das Profil sein, hat eine Leistungskapazität und wir werden nichts anschließen, was unser Netz verträgt. Zudem ist es aktuell so, oder beziehungsweise wir haben eine Studie herausgegeben, die gesagt hat, dass unser Netz aktuell noch von den Kapazitäten, da gibt es natürlich Konkurrenz mit anderen Themen der wachsenden Stadt, aber von den Kapazitäten, von den Leistungskapazitäten her durchaus 200.000 bis 250.000 E-Autos, kleinere Autos noch vertragen würde. Das heißt nicht, dass es keinen Ausbau dann braucht, sondern nur die Leistungskapazität, die unser Netz auf den oberen Ebenen verträgt. Wie das dann in jeder Straße aussieht, ob da man vielleicht noch ein Stück weit auch eine Netzverstärkung machen muss, das hängt dann von den örtlichen Bedingungen ab. Also dann heißt, wir können mal festhalten, bevor eine Ladestation, ob öffentlich oder privat, in Betrieb geht, bleiben wir mal erstmal bei den öffentlichen vielleicht, gucken Sie, Stromnetz Berlin, jeweils, egal wo in Deutschland, der entsprechende Verteilnetzbetreiber drauf, ob die da so angeschlossen werden kann. Verträgt das Netz das, genau. Und was ist, wenn nicht? Wenn jetzt zum Beispiel der Verteilnetzbetreiber sagt, so, da haben wir einen Engpass in der Kapazität, hier nicht, oder wird dann nachgebaut? Dann muss eine Netzverstärkung her, ganz normal. Wir haben die Verpflichtung zum Anschluss und sofern es nichts gibt, was wirtschaftlich oder technisch dagegen spricht und in normaler, regulärer Ladesäule ist jetzt kein Riesenanschluss, wo man sagt, das ist jetzt was fürs, nur fürs Übertragungsnetz, sondern das ist natürlich, das gehört ins Verteilungsnetz und damit müssen wir den Anschluss bereitstellen und müssen im Zweifel ein neues Kabel legen. Und wenn in Berlin-Lichterfelde in der Dürerstraße jetzt 10 Leute auf die Idee kommen, sich eine Renault Zoe zum Beispiel zu kaufen und die mit 22 kW zu laden, ist es im Prinzip das Gleiche. Genau. Also Sie müssen die anschließen. Richtig. Kann es aber passieren, dass Sie sagen, wir können das nicht jetzt sofort machen, sondern müssen das zeitlich ein bisschen hinauszögern, bis das verstärkt ist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wenn das tatsächlich alles gleichzeitig kommt, dann kann es passieren, dass wir sagen, okay, wir brauchen erstmal tatsächlich die Netzverstärkung bis dorthin und das braucht eine gewisse Zeit. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich sehen, also es sei denn, die ganze Straße spricht sich ab oder es gibt tatsächlich ein Förderprogramm, dass wir einen wahnsinnigen Zuwachs an Anfragen bekommen. Das sehen wir aber nicht. Also wir haben einen Hochlauf, die Anfragen an Elektromobilität oder beziehungsweise an Ladeinfrastruktur im privaten Bereich hat sich im Durchschnitt zwischen 2018 und 2019 verdoppelt. Also wir haben ungefähr 90 Anfragen im Monat in 2019 gehabt. Das ist ungefähr 10% von dem, was wir in Summe an Anschlussanfragen haben. Ich habe mal gelernt, ab 10% spricht man vom Massenmarkt. Damit sind wir bei Elektromobilität, könnte man zumindest sagen, beim Anschluss von Ladeinfrastruktur in Berlin am Massenmarkt angekommen. Und das ist ein Trend, den wir beobachten und den wir auch planen. Also genauso wie wir andere Anschlussbegehren auch planen, ist es dann so, wenn wir sehen, da gibt es eine sukzessive Zunahme, wir haben überall noch ein bisschen Puffer, da lohnt es sich jetzt, wenn der nächste Anschluss kommt, bräuchten wir eine Netzverstärkung, dann gehen wir natürlich vorausschauend auch in die Planung und stehen jetzt nicht einmal da und sagen, okay, jetzt ist das Netz voll, jetzt müssen wir hier aber wieder 5 Jahre warten. So wird es nicht sein. Netzverstärkung, ich will nur mal ganz kurz dabei bleiben, weil ich das ganz spannend finde. Netzverstärkung heißt dann im Endeffekt, es kann bis dahin gehen, dass Sie buddeln. Ja.
Das ist in der Regel so in Berlin, weil 98% der Leitung und der Kabel in Berlin tatsächlich unterirdisch verlaufen. Das heißt, die wenigsten Anschlüsse sind ohne, oder man kann davon ausgehen, dass kein Neuanschluss ohne irgendwie Eingriff oder Tiefbauarbeiten möglich ist. Also es geht nicht nur darum, Trafohäuschen zu verstärken, neu zu bauen, sondern tatsächlich eventuell im schlimmsten Fall, aber wirklich ein verstärktes Kabel zu verlegen. Das kann durchaus sein. Ja, also mindestens mal ein Anschluss, wenn ich an eine öffentliche Ladeinfrastruktur denke, im Straßenland tatsächlich ein Kabel von dem Anschlusskabel, was in der Straße liegt, zu dem Einzelnen, zu der Ladesäule zu verlegen. Jetzt im privaten Haushalt, im privaten Bereich ist es ja so, dass bereits schon ein Anschluss besteht. Ja, dort eine Ladeinfrastruktur, eine Wallbox zu installieren, heißt dann vielleicht, dass ich einen neuen Zählerplatz installieren muss, gerade wenn es um das Thema Steuerbarkeit geht, dass ich genau weiß, okay, wie viel brauche ich an der Stelle und dass ich eben diese Ladebox auch ansteuern kann. Da muss ich nicht zwangsweise ein neues Kabel verlegen, weil das Kabel schon ausreichend ist in der Dimensionierung, um dann unter Umständen das vorhandene Elektroauto dann auch zu beladen. Viele unserer Zuschauer sind auch Mieter oder Wohnungseigentümer. Ja. Wenn sie Mieter sind, haben sie einen Vermieter. Und jetzt gibt es ja ein neues Gesetz, das es ermöglichen soll oder das es ermöglichen wird, dass der Mieter einen Anspruch hat darauf, dass eben eine Lademöglichkeit zur Verfügung gestellt wird. So, jetzt haben Sie gerade gesagt, beim Einfamilienhaus ist es in der Regel so, dass der Netzanschluss irgendwie reicht. Jetzt stelle ich mir ein Mietshaus vor, muss ja nicht in der Berliner Innenstadt sein, aber was weiß ich, lassen wir mal Lichtenrade oder was auch immer nehmen, 10 Personen. 2 davon wollen jetzt einen entsprechenden Anschluss haben. Kann es dann auch sein, dass dann für dieses Haus tatsächlich der Anschluss dann auch verstärkt wird? Ja, also der Vermieter muss sich grundsätzlich erstmal darum kümmern, wie viel Bedarf habe ich. Wenn sich jetzt nur 2 darauf berufen und sagen, das möchte ich haben, kann es ja perspektivisch mehr werden. Ich denke, dann wäre es auch angemessen, dass der Vermieter sagt, okay, ich plane schon mal ein Stück weit in die Zukunft, lege einen zusätzlichen Anschluss und statte dann den Parkplatz, der muss ja dann auch vorhanden sein, mit Ladeinfrastruktur aus. Und dann braucht es uns, um tatsächlich den weiteren Anschluss für die dann zulegenden Wallboxen oder zu installierenden Wallboxen oder Ladeinfrastruktur, also Ladesäulen, dann auch bereitzustellen. Das heißt also, wir werden hoffentlich in Zukunft viele, viele Bautrupps sehen, die im Namen von Stromnetz Berlin Kabel verlegen, verstärken, um Elektromobilität dann möglich zu machen an viel mehr Punkten. Ne? Um das zu fördern, ist das notwendig tatsächlich, ja. Jetzt haben Sie mit Fördern mir eben den Ball schön zurückgespielt. Förderung, wir haben Oktober 2020, je nachdem wann ihr dieses Video euch anschaut. Im nächsten Monat startet das Förderprogramm der Bundesregierung für private Ladeeinrichtungen, habe ich jetzt gelernt. Das heißt ja eigentlich offiziell Ladeeinrichtung und nicht Wallbox. Jetzt im Moment, wir haben jetzt wie gesagt Mitte Oktober. Was wissen Sie, was können Sie den Zuschauern, die das Video jetzt relativ kurzfristig sehen, denn schon dazu sagen? Wissen Sie schon mehr als wir? Also zum Beispiel, was eine Wallbox können muss oder an was ich zu Hause als Kunde, als Privatkunde denken muss, wenn ich das jetzt vorhabe. Sagen Sie, warten Sie lieber noch oder machen Sie jetzt schon aus Ihrer Sicht? Also wir haben das Thema Steuerbarkeit spielt ja da an der Stelle eine Rolle. Wir sind jetzt nicht in dem Entscheidungsprozess, in der Entwicklung dieses Programms einbezogen gewesen. Das heißt, für uns ist das jetzt auch neu. Wir sind gerade in einem Prozess, uns damit auseinanderzusetzen. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns seit 2017 mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen. Und auch genau unter dem Aspekt, wie ich es gerade gesagt habe, wie viel verträgt das Netz und ab wann macht eine Steuerbarkeit tatsächlich Sinn, also im Innenstadtbereich oder im Außenbezirksbereich, wie ist die jeweilige Infrastruktur ausgelegt? Damit beschäftigen wir uns schon sehr lange. Und wir haben eben auch schon seit mehreren Jahren einen speziell dafür vorgesehenen Netztarif. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit zulasse, meine Verbrauchseinrichtung, und das ist eine Ladeinfrastruktur oder eine Ladeeinrichtung letztendlich, nichts anderes, unterbrechen zu lassen, netzdienlich unterbrechen zu lassen, steuern zu lassen, dann bezahle ich weniger Netznutzungsentgelte. Das bieten wir an und haben dafür auch ein Pilotprojekt gestartet, weil das große Thema ist ja die Akzeptanz. Also Sie kennen das wahrscheinlich besser als wir, weil sie viel mehr Kontakt mit dem privaten Kunden und dem Endverbraucher haben. Das ist ja immer ein großes Thema. Ist mein Auto tatsächlich vollgeladen, wenn ich ein Elektroauto habe und mich frühmorgens da reinsetze? Und was ist, wenn da jemand fremdbestimmt auf dieses Auto zugreift? Das ist uns bewusst und deswegen haben wir ein Pilotprojekt gestartet, auch mit 2 Kunden zu sagen, wende doch diesen Tarif an, wir steuern das mal, damit du dich damit wohlfühlst. Das heißt, für uns ist das kein neues Thema. In der Ausgestaltung jetzt müssen wir tatsächlich noch einmal überprüfen,
ist das, was wir anbieten an Steuerbarkeit, entspricht das dem, was dort gefordert ist. Ja, also wir haben einen sogenannten E-Pager, das ist ein selbstentwickeltes Steuermodul, was wir einsetzen können, was die Ladeinfrastruktur, die Ladeeinrichtung ansteuert, sodass wir eben genau auch diesen Tarif dort anbieten können. Ob das jetzt dafür geeignet ist, welche Ladeeinrichtung dazu kompatibel ist, das ist jetzt tatsächlich gerade in der Findung. Da sind aber alle Beteiligten dabei. Wir wissen jetzt auch, dass es Anfragen an die Ladeinfrastrukturhersteller gibt, zu gucken, welche Ladeinfrastruktur kann da zurückgegriffen werden, damit diese Förderung greift. Und das wird sich jetzt innerhalb der nächsten Wochen sicherlich zeigen. Aber wir sind für dieses Thema sehr offen. Wir stehen mir sehr positiv gegenüber und finden das Thema Steuerbarkeit natürlich genau richtig, um letztendlich nicht Lastspitzen zu erzeugen, durch Gleichzeitigkeiten das Netz über Gebühren zu belasten, sodass wir in den Netzausbau gehen müssen, der, wie gesagt, hier in Berlin nicht so ohne weiteres zu realisieren ist. Das heißt, Sie würden auch unterstreichen, wenn ich sage, lieber Intelligenz statt Kupfer. An der Stelle auf jeden Fall, weil wir eben eine hohe Gleichzeitigkeit haben. Das Thema Elektromobilität greift eben gerade beim privaten Haushalt, vor allem in den Abendstunden, wenn nach Hause gekommen wird und angesteckt wird. Mhm. Und da macht es natürlich an der Stelle eben wirklich Sinn, eine Intelligenz einzubauen, wenn ich die Zeit habe, und die habe ich über Nacht einfach, das hintereinander so zu schalten, dass ich sage, auf jeden Fall ist jedes Auto in dieser Straße dann frühmorgens vollgeladen und ich verteile einfach die Leistung über die Zeit, dann macht Intelligenz an der Stelle absolut Sinn. Mhm. An der Stelle vielleicht ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich habe ja selber bei mir zu Hause auch eine Wallbox, die unterbrechbar ist und so entsprechend, wie Frau Radfuchs es eben gesagt hat, so gesteuert wird. Könnt ihr euch ja mal in der Videobeschreibung angucken, da haben wir das verlinkt. Das funktioniert eigentlich ganz prima. Vielleicht noch ein Wort zum Thema öffentlicher Personennahverkehr, als zum Abschluss, der in Berlin ja auch schon weitgehend elektrifiziert ist, mit den S-Bahnen, mit den U-Bahnen. Jetzt kommen die Busse in Berlin dazu. Ich habe die Tage gelesen, der 100. E-Bus wird jetzt der PVG übergehen. Ja, als alter Berliner wisst man das eben mal. wird der PVG übergeben. 1.400 oder so soll es irgendwann mal werden, 1.600 soll es mal werden. Wie sieht es aus? Fließt bei der BVG auch der Strom? Klappt alles? Ja, wir sind im engen Austausch mit der BVG. Wir sind da tatsächlich seit über einem Jahr in einem Strategiedialog, weil es darum geht, bei der Elektrifizierung der Busflotte, da geht es ja um eine Elektrifizierung der Betriebshöfe, das tatsächlich zu beplanen, die Planungsabläufe zwischen uns und der BVG abzustimmen. So ein Bus ist schneller bestellt als so ein Kabel verlegt. Mhm. Und das genau zu planen und zu takten, da sind wir mit der BVG im Austausch. Und ja, es sind, glaube ich, 1.400 Busse, wenn man die jetzigen Buslinien bedienen würde. Aber perspektivisch, genauso beim Thema wachsende Stadt, müssen ja mehr Buslinien bereitgestellt werden. Und ich habe gelernt, die Elektrobusse bisher, da braucht tatsächlich aufgrund der Taktung dann eine größere Anzahl als bisher. Aber das sind spannende Prozesse. Habe ich auch mal gelesen, dass auch die Linien ein bisschen verkürzt werden wegen der Reichweiten und man dann mehr Busse und so weiter und so fort, aber so irgendwo so in der, also auf jeden Fall von Ihnen, von Ihrer Seite aus, Stromnetz Berlin sagt, das kriegen wir hin. Nee, wie sagt man, das kriegen wir hin, wa? Das kriegen wir hin, das auf jeden Fall. Wunderbar, das stimmt mich sehr positiv und euch hoffentlich auch, dass wir positiv in die Zukunft gucken können, dass wir Berlin weiter elektrifizieren. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften heute für diese beiden Videos. Wie gesagt, das war das Thema E-Mobilität und Stromnetz Berlin. Guckt euch auch nochmal in der Videobeschreibung an, da ist nochmal der Link drin zum ersten Teil. Wir werden das dann quer verlinken. Im ersten ist der Link zum zweiten, im zweiten ist der Link zum ersten. Guckt euch die beiden Teile mal an. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Frau Radfuchs, herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Ciao, ciao. Dankeschön.